Für diese Cressei-Untermalung benötigen Sie nur zwei Farben. Ein gut deckendes Titanweiß und Van Dyck Braun. Alternativ können Sie auch Kassler Braun oder Sepia verwenden. Beginnen Sie mit dem Hintergrund. Dafür verwenden Sie reines Van Dyck Braun. Wenn Sie die Farbe auf dem Panel tamponieren, dann deckt sie besser, als wenn Sie die Farbe mit dem Pinsel aufstreichen. Mit etwas Glück reicht dann ein einziger Farbauftrag für den Hintergrund. Wenn Sie lieber streichen möchten, dann ist das auch gut. In diesem Fall müssen Sie allerdings die Untermalung des Hintergrunds noch ein- oder zweimal wiederholen. So lange, bis Sie eine schöne und ebenmäßige Farbschicht haben, die gut deckt. Thank you.
Ist Ihr Hintergrund fertig? Dann wedeln Sie den Hintergrund mit einem Fächerpinsel oder einem Lasurpinsel ab. Und versuchen Sie, die beim Tamponieren entstandenen Strukturen zu glätten. Lassen Sie das Bild dann ein paar Tage trocknen. Sobald die Farbe getrocknet ist, können Sie mit dem Malen der Rose beginnen. Mischen Sie sich verschiedene Grautöne aus Van Dyck Braun und Titanweiß. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr gemischter Grauton mit dem Grauton auf Ihrer Rose übereinstimmt, dann habe ich einen Tipp für Sie. Drucken Sie sich das Referenzfoto in Schwarz-Weiß aus und legen Sie eine Klarsichtfolie darüber. Malen Sie ein paar Striche an der Stelle, für die Ihr Grau gedacht ist. So können Sie gut Ihre Farbmischung mit dem darunterliegenden Foto vergleichen. Und Ihre Farbmischung korrigieren, wenn es nötig ist. Malen Sie auf diese Weise Blütenblatt für Blütenblatt. Bemühen Sie sich auch von Beginn an um klare, saubere Konturen.